außergewöhnlichsten Menschen. Über kaum eine Spezies Mensch wurde so lange geforscht wie über uns Österreicher. Und Österreicherinnen. Unser häufigster Name ist Gruber. Wir leben durchschnittlich in einer Familie. Thomas Gruber. Sabine Gruber. Und Sohn Lukas Gruber. Und Frau, wir sind 8.443.018 Österreicher und Österreicherinnen. Die Gesamtfläche beträgt 83.879 Quadratkilometer. Österreich ist das viertreichste Land in der EU. Uns hat 2.149 Blasmusikkapellen. Oberösterreicher haben die meisten Miss-Austrias. Steirer trinken am meisten Bier. In Vorarlberg haben Frauen die höchste Lebenserwartung. Und in Tirol die Männer. Kärntner neigen zu Depressionen. Ja, das war dieser tolle Marsch, den Sie eben gehört haben. Und das ist zugleich unser Motto des heutigen Konzertes, zu dem ich Sie recht herzlich begrüßen darf. Einen Fixpunkt im Kulturherbst von Wiener Neudorf ist das große Herbstkonzert des Musikvereins Lyra im Festsaal des Franz Fürst Freizeitzentrums. Obmann Werner Fuchs hatte am Sonntag, den 3.11., zum Festkonzert unter dem Motto »O du, mein Österreich« eingeladen und zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind seinem Ruf gefolgt und so war der Saal wieder einmal bis zum letzten Platz gefüllt. Moderatorin Elisabeth Taschler konnte im Publikum zahlreiche Ehrengäste begrüßen. In Vertretung des verhinderten Bürgermeisters Ingenieur Christian Wörleitner konnte sie unter anderem Vizebürgermeister Regierungsrat Josef Tutschek mit Gattin und stellvertretend für alle anwesenden Gemeinderäte Wiener Neudorfs Kulturgemeinderat Andreas Grundner begrüßen. Weitere Ehrengäste waren der Bezirkskapellmeister Johannes Herbst mit Familie und sein Stellvertreter Gerhard Klein sowie Bürgermeister im Ruhestand Eugen Kramer mit Gattin aus dem benachbarten Gieshübel. Das bunte Programm des heutigen Abends setzte sich aus heiter gestalteten Filmclips zu aktuellen Themen zusammen,
begleitet von einem weit gespannten Bogen von Melodien, der von der Filmmusik und Klassik über Operette und Schlager hin bis zum Jazz reichte und das Publikum hellauf begeisterte. Genießen Sie in der Folge Ausschnitte dieses Konzertes in zwei Teilen und lassen Sie sich vom Musikverein Lyra verzaubern. Wiener Neudorf TV wünscht Ihnen gute Unterhaltung. Ein großer Sponsoren haben wir heute hier für den Weinbau Geisler. Familie Geisler mit Verwandtschaft, mit Freunden, alles was da hinten sitzt, gehört da dazu. So, ich denke, es ist niemand mehr dabei, den ich nicht persönlich begrüßt habe. Begrüßen Sie am ehesten mit mir den Musikverein Lyra unter der Leitung von Robert Rother. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Das Soloinstrument des nächsten Stückes wird die Klarinette sein, gespielt von unserem lieben Magister Björn Friedrich. Und es ist mir persönlich eine ganz, ganz große Ehre, dass ich ihn ansagen darf, weil ich selbst jahrelang seine Schülerin war. Und ich kann nur sagen, er ist ein bewundernswerter Künstler und Mensch. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir nun seinen virtuosen Klängen lauschen dürfen. Also lassen Sie sich verzaubern von den Klängen unseres lieben Björn. Meine Damen, viel Vergnügen mit Csárdás. Thank you.
was wir wirklich am liebsten von allem tun, ist Fernsehen. Exzessiv. Wir sehen täglich 2 Stunden und 4 Minuten fern. 81% der Österreicherinnen und Österreicher geben Medienkonsum als ihre liebste Freizeitbeschäftigung an. Wir lieben passive Entspannung. 1% der Freizeit wenden wir für kulturelle Angebote auf.
die typischen Österreicher, das ist schon einmal eine Beleidigung für jeden Österreicher, weil ja niemand typisch sein möchte und auf einen Durchschnittswert reduziert werden. Es gibt natürlich trotzdem so etwas wie Charakteristika, die in Österreich mehr zutreffen als woanders. Relativ typisch, und das finden wir in den Daten seit vielen Jahren, ist ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis der Österreicher, ein sehr hohes Harmoniebedürfnis. Weltweit liegen wir im Spitzenfeld bei Naturspaziergängen und Gartenarbeit. Jeder Fünfte werkt täglich im Garten. 11.400 Personen verletzen sich dabei so schwer, dass sie im Spital landen. Vor allem Männer. Trotzdem bezeichnen sich 76% davon als Gartenprofis. Wir Österreicher sind weltweit auffallend als Genießer des Hotel Mama. Die 30- bis 39-jährigen Männer schlafen zu 13% in ihrem Kinderzimmer. Unser fortschrittliches Land fällt immer wieder mit Weltrekorden auf, zum Beispiel mit dem Weltrekord im Rückwärtslaufen. Wir sammeln liebend gern Pokale. Die Ausländer kennen Österreich am ehesten aufgrund von Mozart, Schwarzenegger. Berühmte Österreicher sind Joe Zabin, Marie-Antoinette, Philipp Wanger, Otto von Habsburg, Richard Lugner, Udo Jürgens, merci cher, Gustav Gitt, Niki Lauda, Erwin Schrödinger, Freddy Quinn, Sigmund Freud, Maximilian Scheel, Romy Stahl, Arnold Schwarzenegger, Friedensreich Hundertwasser, Christoph Waltz, Josef Haydn, Johann Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart.